Nicht weniger als der Frieden im Land steht auf dem Spiel. In Kolumbien wird an diesem Wochenende ein neuer Präsident gewählt. Es ist auch eine Entscheidung über den künftigen Umgang mit den Rebellengruppen im Land. Vor anderthalb Jahren hatte die damalige Regierung ein historisches Friedensabkommen mit der größten Rebellengruppe FARC ausgehandelt, nach jahrzehntelangen militärischen Auseinandersetzungen. Er stellt das Abkommen in wesentlichen Punkten in Frage. Iván Duque, rechtskonservativ und Favorit der Wahl. Sein wohl größter Konkurrent, Gustavo Petro, will hingegen grundsätzlich am Friedensabkommen festhalten. Petro war Bürgermeister der Hauptstadt Bogotá, vor allem aber selbst einmal Mitglied einer linken Rebellengruppe. Einen linken Kandidaten, der in den Umfragen an zweiter Stelle steht, das haben wir jetzt, weil der wichtigste Teil des Konflikts vorüber ist. Das ist für die kolumbianische Politik sehr, sehr ungewöhnlich. Wir hatten nie eine politische Partei, die von links kam und so kurz davor war, den Sieg zu erringen. Bei der Parlamentswahl vor zwei Monaten konnten sich die Gegner des Friedensvertrages durchsetzen. Das galt auch als Stimmungstest für die Präsidentenwahl. Eine wichtige Rolle bei der Wahlentscheidung dürften zudem der Umgang mit Migranten, der Kampf gegen den Drogenhandel und die Entwicklung ländlicher Gebiete spielen.